Liebe Journalisten, ich begrüße Sie zur Pressekonferenz nach dem ersten Spieltag der zweiten Fußball-Bundesliga. Dass der HSV vor 57.000 Zuschauern mit 0:3 gegen Holstein Kiel verloren hat. Ich begrüße auch die beiden Cheftrainer Tim Walter und Christian Titz und bitte den Gästetrainer auch gleich um sein Statement zum Spiel. Vielen Dank. Zuerst mal muss ich mich entschuldigen, ich war so nass, dass ich erst unter die Dusche musste. Von daher Entschuldigung, dass ich so spät war. Ich glaube, der HSV ist sehr gut ins Spiel gekommen. Hätte auch durchaus ein Tor erzielen können. Ja, weil wir zu Beginn wenig Mut an den Tag gelegt haben. Wir haben zu schnell die Bälle wieder hergegeben. Gar nicht das, was wir uns vorgenommen hatten. Von daher war der HSV da gut drin. Aber nach 20, 25 Minuten haben wir uns das zurückerobert, das Spielrecht und den Ballbesitz so ein Stück weit. Sind dann besser reingekommen. Ja, ging etwas glücklich vielleicht dann auch in die Halbzeit, aber in der zweiten Halbzeit, was meine Jungs dann gespielt haben, war grandios. Wir haben den HSV nicht mehr atmen lassen, haben sie so unter Druck gesetzt, dass sie dann auch Fehler begangen haben und folgerichtig haben wir dann auch die Tore erzielt. Von daher haben wir letztendlich, denke ich, auch verdient gewonnen. Danke. Vielen Dank. Dann, Christian, darf ich dich um deine Einschätzung zum Spiel bitten. Ja, zunächst mal Glückwunsch an Holstein Kiel für den verdienten Auswärtssieg. Ich fand es auch, dass wir eigentlich vernünftig ins Spiel gekommen sind, hatten die ersten 18, 20 Minuten für richtig gute Möglichkeiten, nutzen die nicht und dann kam Kiel immer besser auf. Dann wurde das Spiel ausgeglichener, dann hat auch Kiel ihrerseits gute Einschussmöglichkeiten, ging so ein bisschen hin und her. Wir kamen aus der Halbzeit raus und hatten uns dann vorgenommen, schneller auch das Anlaufhalten der Kieler zu überspielen. Aber genau das Gegenteil war der Fall, dass wir uns dann noch ins kurze Spiel verhaspelt haben, wo wir dann überbrücken wollten. Und ich glaube, es sinnbildlich in dem Spiel war, dass wir 3 Gegentore bekommen, wo wir jedes Mal im Überzahl defensiv verhalten sind. Und Kiel hat es dann wirklich gut rausgespielt und war dann halt auch wirklich kenniger und griffiger in den Zweikämpfen. Und deswegen gehen sie heute verdient als Sieger vom Platz. Danke, Christian. Dann bitte ich um Ihre Fragen. Kurzes Handzeichen, dass wir ein Mikro reichen können. Henrik Jacobs vom Hamburger Abendblatt. Herr Titz, es gab eine Szene vor dem 0:1, da wollten Sie wechseln, konnten dann nicht wechseln oder wollten noch nicht wechseln. Können Sie die Szene beschreiben, weil direkt danach fiel ja das 0:1. Ich wollte zweimal wechseln und ich wollte auf der Innenverteidigerposition wechseln, weil ich da halt gesehen habe, dass da unser defensives Abstimmungsverhalten nicht gepasst hat. Und zweimal wurde nicht gewechselt und dann bekommen wir das Tor gegen uns. Aber es war halt so. Kai-Uwe Hesse von der Bild-Zeitung. Sie haben sich ja so ein bisschen für eine spanische Offensivvariante entschieden. Wenn man jetzt in den ersten 20 Minuten 2 gemacht hätte, hätte man gesagt, super. So stellt sich wahrscheinlich die Frage, ob es vielleicht doch mit dem richtigen Mittelstürmer besser gelaufen wäre. Die Frage, die war mir klar, dass die sich danach stellt, machen wir dort unsere Möglichkeiten mit den Spielern? Haben wir es richtig gemacht? So ist es leider passiert, dass die Jungs nicht getroffen haben und wir dann halt auch folgerichtig nicht in Führung gehen konnten. Und wir wissen aber nach wie vor, dass wir hinten dran auch noch andere Stürmer haben, die für uns spielen können. Juri Rohrbeck, Sky Sport News. Herr Walter, kann man mit ein bisschen Augenzwinkern sagen, Wahnsinn, dass der Lee sich in der zweiten Liga verirrt hat? Ich glaube, da haben wir einfach gut gearbeitet. Ja. Also in Holstein Kiel wird auch Fußball gespielt und von daher brauchen wir uns da nicht unter den Scheffel stellen und ich glaube, der ist schon richtig, wo er ist. Wenn er weiter so spielt, hat er aber auch wahrscheinlich deutlich mehr Potenzial. Absolut. Darum haben wir ihn geholt. Weitere Fragen? Niklas Heiden, freier Journalist. Herr Titz, Sie haben schon angesprochen, nach der Pause hat Kiesi sehr stark zugelaufen. Es gab hinten immer wieder Probleme. Einfach dann vielleicht ein bisschen verzockt auch am Ende, dass man den Ball dann hätte vielleicht einfach auch mal eher lang schlagen sollen, als kurz hinten rauszuspielen? Ja, aber das haben wir auch gesagt, wenn es ein Gegner mit 5, 6 Spielern anläuft, dass wir über Chip oder sogar lang schlagen. Hatten wir eigentlich vorgehabt, da haben wir leider in der Situation dann die falschen Entscheidungen getroffen. Kai-Uwe Hesse nochmal von der Bild-Zeitung. Das ist jetzt auch noch eine schlaue Frage. Vor dem Spiel war natürlich, sage ich mal, Stimmung wie beim Champions League Halbfinale. Und Sie wurden ja auch die letzten Wochen so von der Stimmung getragen. Ist natürlich jetzt eigentlich für die Fans
Härter kann es eigentlich nicht sein, ne? So eine Ernüchterung in den ersten 90 Minuten. Ja, ein Stück weg tut, also nicht nur ein Stück, mir tut es auch leid für die Zuschauer und die Fans, die hier ins Stadion kommen, die uns wirklich gut unterstützt haben, dass sie heute leider von uns ein Spiel sehen mussten, was wir nicht so bestritten hatten, wie wir es gerne hätten. Und wir wissen Bescheid jetzt, also jetzt weiß, glaube ich, jeder Letzte. Das hatte ich auch vorher gesagt. Ich habe auch gesagt, dass ich glaube, dass Holstein Kiel eine Mannschaft ist, die uns das Spiel mit uns anlaufen wird, die uns das Spiel nicht einfach machen wird, dass wir auch dieses Spiel annehmen müssen, was in dieser Liga gefordert ist. Das haben wir leider heute nicht hinbekommen. Und noch einmal, auch wenn wir heute verloren haben, trotzdem weiß ich das zu schätzen, wie die Zuschauer uns hier heute unterstützt haben, auch nach dem Spiel noch. Ich sehe keine Fragen mehr. Dann herzlichen Dank für das Interesse. Ihnen allen einen schönen Abend, den Gästen eine gute Heimreise. Bis bald. Schönen Abend.